Willkommen zu Tolle Sachen, der einzigen Werbesendung im Kika mit ihrem technischen Sachverständigen Briegel, dem Busch, und ihrer reizenden Gastgeberin Chili, dem Schaf. Und hier ist die bezauberte Moderatorin, hier ist Chili, das bekloppte Schaf, das seinen Stunt macht und ich kann endlich essen gehen. Auf Wiedersehen. Nein, keinen Stunt heute. Wir haben heute keine Zeit für einen Stunt, weil wir nämlich... Den Stunt am Ende der Show machen? Nein, wir haben eine ganz, ganz tolle Sache und die will ich sofort vorstellen. Tada! Und was, bitteschön, ist besser als mein chilischarfer Autostunt über die Rampe durch die Wand auf dem Parkplatz raus? Die Flora Frölicius, tada! Eine Topfpflanze. Das Gründings da soll toller sein als mein chilischarfer Stunt? Oh ja! Ich meine, fast. Tetraté, das hier ist die Flora Frölicius. Diese Pflanze ist nicht nur zum Abstellen auf dem Fensterbrett gedacht. Nein, die Flora Frölicius spürt die Gefühle ihrer Besitzer und indem sie aufblüht, verbreitet sie gute Laune und Fröhlichkeit. Ja, bestimmt glücklich durch Grünzeug. Na toll, dann zieh ich mal schnell in Testkandidaten. So, bevor du hier ein Familientreffen abhältst mit... Gummibäumen und so. Also ich muss doch sehr bitten, Chili. Besser als mein Stunt. Ja, das darf ja nicht wahr sein. Unser heutiger Testkandidat heißt Bernd das Brot. Ich habe eine Allergie gegen alles, was grün ist. Das stimmt doch nicht, Bernd. Dann könnten wir doch überhaupt keine Freunde sein. Ja. Dann stelle ich dir jetzt mal deine neue Freundin vor, die Flora Frölicius, an deren Seite du ebenso aufblühen wirst wie sie. Bitte schön, Flora, das hier ist Bernd. Seht, wie glücklich sie ist. Und wie froh sie mich macht. Da, seht, die Sonne geht auf. Überhaupt nicht. Bernd, die Pflanze ist vielleicht einfach nur nicht richtig gegossen worden. Gib dir keine Mühe, Schaf. Besser als wenn es explodiert. Nur deprimierender. Tätteretät! Und da bin ich schon wieder. Und zwar haben wir hier einen Spezialdünger. So, bitteschön. Ja, genau. Denn das Düngen und Gießen ist das A und O bei der Pflanzenzucht. Und deshalb gibt es den im Preis für die Pflanze inbegriffenen Spezialdünger Powerfro, der die Flora Frölicius selbst in hartnäckigen Fällen aufblühen lässt. Er versiebzehnfacht die positiven Energieströme der Flora Frölicius und ihre Sympathie-Chlorophylle. Und deshalb... Hilfe! Tja, und das Wachstum steigert sich auch ein wenig. Naja, vielleicht ein wenig zu sehr, oder? Uiuiui, Bernd, die hält dich ja richtig fest. Ja, natürlich, weil sie Bernd so lieb hat. Das ist der Beweis, wie liebevoll die Flora Frölicius mit ihrem Besitzer umgeht. Rufen Sie also jetzt sofort an und bestellen Sie, Täter! Wenn das Liebe ist, will ich damit nichts zu tun haben. Aber Bernd, ist es denn nicht ein sehr schönes Gefühl? Lass mich nachdenken, nein. Okay, Bernd, dann hole ich dich jetzt da mal raus. Aber da bräuchte ich ja glatt eine Machete oder irgendwie sowas. Das gibt's nicht. Siehst du, Bernd, Chili gefällt es auch. Und darum sind nun die Leitungen offen für alle, die zu Hause auch eine solch lebendige Pflanze haben möchten. Briegel? Nein, nicht wie Briegel, sondern wie... Briegel, ich kann nicht mehr. Mach irgendwas. Ja, gut, okay. Ich komm ja schon. Ich komm... Ist es nicht erstaunlich, dass der alberne Busch ebenfalls völlig ahnungslos in die Falle getappt ist? Tja, das musste leider so sein, denn sonst wäre folgende unfassbar ergreifende Szene nicht möglich. Zu Hilfe! So hält uns doch jemand! Hilfe! Wie ergreifend. Dafür gewinnen wir sicher einen Oscar. Oh,
Aber sicher nicht für die Spezialeffekte. Ja, also irgendwie, ich glaube, das wird heute nichts mit verkaufen. Ich sag lieber mal, tschüss. Also ich verstehe das nicht. Das ist doch so eine liebe Pflanze. Dein Busch, deine Pflanze ist Mist. Meine Rede, Kollegen, meine Rede.